Check, die Ohren sitzen. Das ist die Hauptsache. Oh, dann legen wir los. Keine Zeit verlieren. Auf die Plätze. Wir haben viel vor uns, nämlich. Heute und die zukünftigen Streams auch. Denn ich habe heute die Patreons wieder abstimmen lassen, was wir jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat streamen. Und gewonnen hat die Zufalls-Indie-Liste. Die Spiele, die schon für den 24-Stunden-Stream vorgesehen waren, aber zu denen wir nicht mehr gekommen sind. Die arbeiten wir jetzt ab. Zumindest einige davon. Ich habe ein paar aussortiert im Vorfeld jetzt, wo ich mir gedacht habe, so, na, die waren eher so auf der Notfallliste für den 24-Stunden-Stream, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß. Aber wir haben eine Riesenliste. Und wir werden jetzt in jedem Stream 1, 2, 3 dieser Spiele uns anschauen, je nachdem, wie lang uns die einzelnen Spiele fesseln können. Und den Anfang macht jetzt Grip. Ich bin ja seit dem GameCube-Teil von F-Zero auf der Suche nach Future Racern. Ich habe wirklich so gut wie alles gespielt, ich habe alles abgegrast und alles, was ich will, ist eigentlich ein F-Zero-Nachfolger. Den gibt's aber nicht. Ich finde keine F-Zero-Nachfolger. Jedes dieser Rennspiele, dieser futuristischen Rennspiele, hat eigene Ideen und eigene Settings und macht eigene Sachen. Und eigentlich ist das gut. Es ist nur leider irgendwie nicht das, was ich will. Und Grip habe ich schon mal vor einiger Zeit am PC angespielt. Und auch das ist kein schlechter Future Racer. Es ist nur nicht der, den ich suche. Aber auf jeden Fall habe ich den auch für den 24-Stunden-Stream vorbereitet. Und heute werden wir uns den mal ein bisschen anschauen. Hi Metatron, hallo. So, starten wir mal. Starten wir mal eine Kampagne. Eine Schapagne. Nee, die Einführung brauchen wir nicht. So. In der Garage haben wir momentan noch nicht besonders viel Auswahl. Oh, aber immerhin zwei Autos. Entweder den da oder den da. Der sieht eher aus wie so ein Matchbox-Auto, oder? Und der andere ist wie so ein futuristischer Panzer. Wie sehen denn die Werte aus? Vergleichbar, oder? Ich nehme mal den da. Ah ja, den gibt es noch in verschiedenen Farbschemen. Aber die habe ich auch noch nicht alle freigeschaltet. Ganz im Gegenteil. Das ist ziemlich laut, wenn man da... Oder? Wow. Kann ich auch einfach zufällig die Farben machen? Das finde ich eigentlich ganz cool. Ne, das geht nicht. Schade, dann färben wir uns den jetzt ein bisschen knallig, dass wir den auch sehen auf der Strecke. Nicht, dass er uns abhanden kommt. So. Ein Aufkleber. Ja, von mir aus. Machen wir noch einen Aufkleber drauf. Und die Reifen kriegen auch noch irgendwelche Felgen. Oder gleich ganze Reifen. Ach, gar nicht. Nicht die Felgen, sondern nur die Reifen. Naja, auch nicht schlecht. Ja, nehmen wir doch die. Speichern. Was? Ach so, jetzt kann ich eine neue Kampagne mit dem Auto anfangen. Ich verstehe. Ich hätte nicht gedacht, aber ich habe jetzt tatsächlich mit Fallout 76 angefangen und das macht mir bisher tatsächlich Spaß. Ja, ich habe ja also, ich finde nämlich auch, dass eigentlich kann man mit dem Spiel Spaß haben, nur mir ging es zumindest so und ich glaube vielen geht es so, dass das Spiel immer wieder mit seinen Grenzen daherkommt, mit seinen Limitationen ankommt und sagt, ach, du hast jetzt gerade Spaß damit? Na, dann hör jetzt lieber auf damit. Weiter kannst du nicht machen als hier. Und das macht das Spiel leider recht konsequent. Für mich zumindest. Das hat es mir ziemlich kaputt gemacht. Aber cool, dass du Spaß damit hast. Ich hoffe, dass es dir auch lange gefällt. So, machen wir mal unser erstes Turnier. Ich finde an dem Spiel wirklich sehr interessant, dass die sich in der Kampagne wirklich Sachen überlegt haben. Es gibt Item-Limitationen, es gibt verschiedene Rennarten, es gibt verschiedene Voraussetzungen oder beziehungsweise Modifikationen in den einzelnen Rennen, sodass wirklich jedes Rennen relativ individuell ist.
Und das erste Rennen im ersten Rang ist jetzt super basic. Es gibt kaum Waffen, es gibt nur zwei Gegner, man fährt einfach nur im Kreis. Mehr ist es nicht, das ist zum Reinkommen und gar nicht schlecht, glaube ich, weil Reinkommen ist eine gute Idee. Okay, Tempofeuer, Speedball, zwei Runden, null Gegner. Kann das stimmen? Schwierigkeitsgrad leicht, niedriges Tempo. Na, dann schauen wir uns die Sache mal an. Ich bin gespannt. Ich muss nur kurz die Steuerung wieder. Wie benutze ich denn Items? Ah, ich hab's gefunden. Man kann in dem Spiel, wie man sehen kann, auch an der Decke und an Wänden fahren, aber nur wenn man schnell genug ist. Aus irgendeinem seltsamen Grund. Aber ja, so ist das hier. So sind die Regeln. Oh oh. Puh. Okay. Das war auch schon der erste Event. Den haben wir hinter uns. Ich glaube, ich mache das Spiel mal ein bisschen leiser, oder? Ich glaube, das ist relativ laut. Okay, weiter geht's. So, jetzt kriegen wir natürlich auch Erfahrungspunkte und für die Erfahrungspunkte schalten wir neue Teile frei, neue Autos und so weiter und so fort. Aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Klassisches Rennen, Impact. Zwei Runden, zwei Gegner, niedriges Tempo, leicht. Los geht's. Machen wir mal. Ein bisschen noch. Weiter. Hier bei Grip. Oh, eine Bahn im Weltall. Sowas gefällt mir ja immer ganz gut. Die Crazy Science-Fiction-Strecken sind mir die liebsten. Sind wir auf einem Asteroiden oder wie soll ich mir das vorstellen? Mist. Es lief so gut. Ich habe zum Glück eine Rakete. Vielleicht treffe ich den vorn. Sieht gut aus. Yes, oder? Ah, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hätte der ein Schutzschild. Aber ich habe ja noch eine. Oh, wir haben ihn erwischt. Und ihn voll gerammt. Was nicht sehr förderlich ist, leider. Hallo, C4, wie geht's? Und Felix, hi. Hallo, grüß euch. Wie geht's? Willkommen zum 24 Stunden Reste-Stream. Die Spiele, die es im 24-Stunden-Stream nicht geschafft haben, dran zu kommen, die aber für den 24-Stunden-Stream gekauft waren, werden jetzt hier abgefeiert. Ja, Grip ist kein schlechter Future Racer. Der macht Spaß. Auf jeden Fall. Es wurden Gegenstände freigeschaltet. Aber ich glaube, wir machen jetzt trotzdem weiter. Erstmal mit dem dritten Event des ersten Turniers. Klassisches Rennen heißt zwei Runden, zwei Gegner, leicht niedriges Tempo. Los geht's. Ich bin heute echt ein bisschen müde irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich bin heute ein bisschen matschig. Das ist genau das richtige Spiel, um den Stream zu beginnen.
um wach zu werden. Adrenalin. Nein, warum Rakete? Warum habe ich den jetzt nicht anvisiert? Ich hätte länger warten müssen, glaube ich. Wow, come on. Oh, das war knapp. Das hätte ich beinahe nicht mitbekommen, dass wir da die Spur wechseln müssen. Also an der Wand entlang fahren müssen. Yay, erster. Einfach so. Das hätte ich nicht gedacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man das machen kann. Wow, was war denn jetzt? Bin gegen irgendwas geknallt. Warum man auf die Plakate schießen kann, auf die Leinwände. Keine Ahnung. Aber... okay. Ja, sehr schön. Treffer. Oh, Gatlings. Die sind gar nicht so schlecht, aber eigentlich nur, wenn jemand vor einem ist, logischerweise. Oder ich glaube, man kann nicht nach hinten schießen. Ich teste mal. Nee. Geht nur nach vorne. Naja. Das Experiment war es wert. Jetzt wissen wir es. Warte mal, es gibt doch irgendwo... ah ja, hier, genau. So... Nitro Boost. Unabhängig von den Items kann man auch nochmal boosten. Wow, okay. Cool. Oh nein. Ah, natürlich. Oder das ist das Mario Kart Phänomen. So kurz vorm Ziel in der letzten Runde kriegt man noch schnell eine Rakete ab. Der rote Panzer des Grip. Na, wunderbar. Ob wir den noch einholen? Mit dem Schutzschild wird es schon mal schwierig, dass ich den attackiere. Aber wenigstens halten wir uns von hinten kurz den Rücken frei. Aber wirklich nur sehr kurz. Ich glaube, das sollte man eigentlich aufheben für den Fall, dass man wirklich attackiert wird. Mache ich aber nicht. Oh, wow. Ich glaube, der dritte hat gerade an mir vorbei auf den ersten geschossen. Das ist Glück für uns. Sehr schön. Dankeschön, Dritter. Wer auch immer du sein magst. Ich werde dich in meiner Siegesrede erwähnen. Ah. Der Spaß liegt wirklich mehr in der tollen Community. Als ich am Camp den Aufseher ankam, haben mich erstmal... ja, das ist cool, Metatron. Da hast du recht. Das stimmt. Dass sich in Fallout 76 so eine coole Community zusammengefunden hat, ist wirklich cool. Im Grunde ist die PvP-Server wurden sogar abgeschaltet, weil niemand in dem Spiel PvP spielen will. Nicht mal auf dem Server, wo diese für PvP-Spieler aus PvP-Sicht nervigen Regeln nicht vorhanden sind. Nicht mal da auf den Servern wollen die PvP spielen. Niemand will sich wehtun in Fallout 76. Die Welt ist schon feindlich genug, da muss man kooperieren. Das ist schon echt cool. Ja. Das stimmt. Okay, wir sind im Turnier 1 insgesamt Erster geworden und können jetzt zum Turnier 2 weiter. Aber jetzt schauen wir mal kurz in die Garage, was wir da Neues haben. Haben wir zum Beispiel ein neues Auto freigeschaltet? Oh ja, da haben wir einen. Ist das der? Ja, tatsächlich. Das ist der, den wir eh hatten, nur in Airblade mit Hover-Technologie statt Oldschool-Reifen.
Und den auch. Den haben wir jetzt auch in Hover. Der hat gleich drei Reifen. Auf den bin ich gespannt. Stufe 3 müssen wir da erreichen. Nehmen wir mal, dass wir ganz was anderes haben. Den Terra Dominator Airblade Edition. Würde ich sagen. Ist mal ganz was anderes. Ich lasse die Farben einfach. Ist doch wurscht. Kleben wir noch einen Terra-Sticker drauf. Und die Flügel machen wir so. Und die Rückflügel auch. Oder? Ne, machen wir die Rückflügel so groß und oldschoolig. Okay, Turnier 2. Auf die Plätze. Fertig, los. Tempo-Teufel. Transport. Ich glaube, Transport heißt die Map. Aber was genau Tempo-Teufel im Vergleich zu klassisches Rennen ist, weiß ich nicht. Aber ist auch wurscht. 2 Runden, 4 Gegner, leicht, niedriges Tempo. Los geht's. Ich mag Rennspiele mit Waffen. Mit Items. Finde ich immer gut. Ein Spiel, das Grip heißt, in dem die Fahrzeuge keinen Bodenkontakt haben. Das stimmt. Ich weiß zufällig, dass die schwebenden Autos aber tatsächlich erst durch ein späteres Update hinzugefügt wurden. Die gab es ursprünglich nicht. Ursprünglich gab es nur Reifen. Aber man hat halt irgendwie überall Grip, solange man schnell genug ist oder so. Wahrscheinlich spielt das eher darauf ab. Dass es so mit Gravitation spielt und die Gesetze der Physik quasi ignoriert, im Grunde. So, mit knapp 600 km/h. Das Geschwindigkeitsgefühl kommt nicht ganz so rüber, oder? Das fühlt sich nicht an wie 500 km/h, was wir hier fahren. Es sei denn, die Gefährte sind extrem groß und die Bahnen auch. Achso, es passt schon. Okay, ich dachte, ich knall gleich gegen irgendwas. Aber es ist schnell. Es ist okay. Ich meine, das ist ja auch noch die langsame Variante. Das Spiel will ja noch schneller. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich überhaupt damit klarkommen würde, wenn es noch schneller wäre. Aber ich meine jetzt so, nach 600 km/h fühlt es sich halt nicht an. Eher so 100 oder so. Ach ja, wie diese ferngesteuerten Autos, wie hießen denn die, die es früher gab? Die gibt es bestimmt auch immer noch. Die quasi oben und unten, also richtig rum und verkehrt rum fahren können, weil die Reifen so groß sind. Genauso funktioniert das hier im Grunde auch. Ferngesteuerte Autos waren so ein Ding der 90er, oder? Ich glaube, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Heute hat man Drohnen, wenn überhaupt. Das ist eher so aus meiner Kindheit. Erinnert an die alten an die alte Episode One Racer Tag. Die Strecke. An die alte Episode One Racer Tag, das sagt mir gar nichts. Wenn man durch so runde Tunnel fährt, muss ich natürlich immer an F-Zero denken, bei allem. Diese Tyco RC-Autos, genau, so die waren das, glaube ich. Ich glaube, da gab es ja viele verschiedene, aber die hatten auch welche mit so großen Reifen und die wurden damit beworben, dass die eben, wenn die umfallen, trotzdem weiterfahren können. Klassisches Rennen, Fick Outpost. Steht da, ich kann auch nichts dafür. 2 Runden, 4 Gegner, leicht niedriges Tempo. Dann los geht's. Okay, jetzt hebe ich die Gatling mal auf. Oh, das war sehr gut. Können wir gleich brauchen, die Gatling. Schnell, schieß!
Gut. Den haben wir zumindest irritiert. Man kann übrigens auch, es gibt keine Energieleisten in dem Spiel oder so. Man kann weder sterben noch seine Gegner irgendwie töten. Man wird nur irritiert. Die Raketen lassen einem so ein bisschen wirbeln. Die Gatling sorgt dafür, dass man ins Straucheln kommt. Und spätere Waffen, die später noch kommen, sind auch nur störend quasi oder verlangsamt. Aber nicht irgendwie tödlich oder so. Das gibt's nicht in dem Spiel. Was ich fast schade finde, das ist eben gerade so ein Aspekt aus den alten F-Zero-Teilen, der mir fehlt eigentlich bei anderen Future Racern, dass man seine Gegner auch aus der Bahn schubsen kann, zerstören kann und dadurch dann auch sich eine bessere Position sichert. Weil wenn von 20 Fahrern oder 30 Fahrern einfach gleich mal 10 tot sind, fällt es einem leichter zumindest... Also was heißt, fällt es einem leichter? Wird man zumindest schon mal nicht letzter. Ich habe das in F-Zero früher sehr oft versucht, alle zu killen. Ist aber fast unmöglich. Also sehr, sehr schwer zumindest. Aber es geht theoretisch. Dann muss man es nur noch heil ins Ziel schaffen. Oh nein, ich war verkehrt rum. Ah, come on, Spiel. Das ist aber nicht nett. Verspult. Okay, ich lebe. Bin Vierter von 5. Klingt nicht super. Ah, damn it. Okay, cool. Den haben wir. Nein, komm schon. Ah, come on. Ich dachte, den kriegen wir noch und dann sowas. Ah, das macht aber schon Spaß. Das ist wirklich gut. Wie ich am Anfang des Streams gesagt habe, ich bin halt immer auf der Suche nach einem F-Zero. Und das gibt's halt einfach nicht. Es sei denn, Nintendo würde irgendwann doch mal ein neues ankündigen, aber da glaube ich nicht mehr dran. Aber wenn man es neutral betrachtet, dann ist das wirklich sehr gut hier. Ich hatte eine mit einer Schlange, die Wasser spritzen kann, so ein Taiko RC Auto. Ich hatte, glaube ich, so die fancy ferngesteuerten Autos hatte ich nie. Ich kann mich erinnern, ich hatte so Autos, die waren aber nicht ferngesteuert, die irgendwie so Schleim oder so schießen konnten. So Knetschleim. Das war auch so 90er-Jahre-Ding, oder? Dieser Schleim, dieser Spielzeugschleim. Weirdes Zeug. Und ganz viel Transformer natürlich. Transformer-Autos vor allem. Ich habe als Kind immer... mit meinen Autos Unfälle gebaut. Die sind immer Rennen gefahren auf dem Teppich und wenn die zusammengeknallt sind, habe ich einen Hammer genommen und habe den realistische Schäden reingehämmert. Weil sonst ist es ja doof, wenn die nicht wirklich kaputt gehen, wenn die Unfälle bauen. Ich hatte einen ganz schönen Spielzeugauto-Verschleiß. Aber das war schon irgendwie auch cool. Der Schleim ist bei mir irgendwann an der Decke gelandet. Ja, der ist überall gelandet, glaube ich, damals. Die 90er waren weirde Zeiten. Hauptsache bunt, schrill und eklig. Dann hat es uns Kinder damals angesprochen. Mann, warum denn immer gleich diese 180-Grad-Drehung? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
Ich sollte mir die Schutzschilde wirklich aufheben, bis ich sie brauche. Also wirklich brauche. So wie jetzt. Wenn man in der Luft vom Gas geht, kann man sein Auto drehen. Aber in so einem Spiel vom Gas gehen fühlt sich einfach unnatürlich an. Ich kann es kaum glauben, dass ich Zweiter bin. Der vor mir ist Erster. Was ist denn hier los? Anscheinend fahren alle ganz schön chaotisch durch die Gegend. Oh oh, da schießt er. Mit der Gatling. Aber nicht auf mich anscheinend. Sehr gut. Das ist die Hauptsache. Hey, wie kommt denn der vor mich? Sofort stehen bleiben. Im Namen des Gesetzes. Aber die halten sich nicht mal an die Gesetze der Physik. Wie kann man dann erwarten, dass die sich an weltliche Gesetze halten? Ich finde es ein bisschen blöd. Ein bisschen unintuitiv oder unnatürlich für mich, dass man mit der rechten unteren Schultertaste Gas gibt, aber gut, das ist klar, und mit der rechten oberen Schultertaste die Items benutzt. Ich finde das irgendwie ungünstig, weil ich muss dann entweder vom Gas gehen, damit ich das Item benutzen kann, oder den Mittelfinger auf die Gasgeb-Taste schieben, was auch doof ist. Finde ich nicht optimal. Eher so nicht so optimal. In den 80ern musste es immer was mit Cyber zu tun haben. Ja, klar. Robocop und so. Ja, das finde ich heute noch cool. Okay, haben wir jetzt gewonnen? Ich habe jetzt irgendwie nicht aufgepasst und habe das einfach weggedrückt. Nein, Turnier 3 haben wir nicht abgeschlossen. Moment, haben wir Turnier 3 überhaupt... Ich bin verwirrt. Ich glaube, wir haben jetzt Turnier 2 abgeschlossen. So war es, glaube ich. Das heißt, wir schauen jetzt nochmal in die Garage, ob es schon neue Autos gibt. Ja, dieser dicke Panzer, der Rhino. Der Rhino in der klassischen Reifenversion. Den nehmen wir mal. Der sieht irgendwie nicht aus, als sollte der Rennen fahren, finde ich. Der sieht aus wie was, das... Ich finde die Graffitis hässlich. Lassen wir die Graffitis. Der sieht aus wie was, das irgendwie im Bergbau arbeiten sollte. Aber wir werden jetzt mit diesem wahrscheinlich hunderte von Tonnen schweren Monster mit 500 km/h über eine Rennstrecke sausen. What could possibly go wrong? Möchten Sie die Änderung speichern? Bitteschön. Turnier 3. Ein schönes Feuerwerk. Klassisches Rennen, Haze, 2 Runden, 5 Gegner, leicht, niedriges Tempo. Los. Die Steuerung habe ich mir in GTA 5 angewöhnt, damit man beim Fahren frei zielen kann. Mochte ich da auch schon nicht. Ich finde das doof. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so gedacht, dass man wirklich da mit dem Mittelfinger die untere Schultertaste bedient. Aber das fühlt sich für mich total unintuitiv an. Ich habe eigentlich immer nur die Zeigefinger auf den beiden Schultertasten. Und wenn ich dann beide gleichzeitig drücken müsste, habe ich ein Problem. Da bin ich zu oldschool. Zu meiner Zeit gab es sowas noch nicht. Eine Schultertaste hat uns vollkommen gereicht damals. Ach, überhaupt Schultertasten. Dieses neumoderne Zeug. Fährt sich irgendwie auch nicht sehr viel anders. Hat irgendwie eine bessere Kurvenlage, habe ich das Gefühl. Aber sonst... Ich habe irgendwie das Gefühl, der Sound überschlägt sich selbst in dem Spiel die ganze Zeit. Oder bilde ich mir das ein? Ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen krächzig und knacksig. Aber das ist vielleicht sogar nach Absicht. Aber ab und zu werden Sounds irgendwie verschluckt, verschwinden.
Gerade auf der Strecke ist mir das beim letzten Mal schon aufgefallen. Wird wahrscheinlich doch zu viel auf einmal hier. Au. Das habe ich jetzt davon, dass ich auf den Turbo-Pfeil fahren wollte. Au. Nein. Du Arsch, du. Yeah. Das ist schon schön gemacht. Das ist auch so ein befriedigendes Gefühl, wenn diese Raketen einschlagen. Wenn man die so fliegen sieht und dann... Jetzt habe ich den nicht überholen können, weil ich ihn gerammt habe. Ich habe ihn quasi mit meiner Gatling ausgebremst und dann wieder angestupst. Aber jetzt... Aber jetzt. Oh oh. Ah. Nein, ich fahr verkehrt rum, oder? Fahr ich richtig oder verkehrt, Spiel? Ich fahr richtig. Gut. Danke, Spiel, für die Info. Oh Mann, ey. Jetzt eskaliert hier aber alles. Na super. Vom ersten auf den sechsten Platz in 2 Sekunden. Wow, ich glaube, da ist uns gerade einer entgegengefahren, oder? Ah, okay. Ist mir auch schon passiert. Okay. Die KI ist momentan wirklich noch sehr leicht. Die lassen mich schon immer schön vorfahren eigentlich. Ohne groß... Wow, das war cool. Habt ihr das gesehen? Der hat die Fässer neben mir gesprengt und mir in die Fahrbahn geschubst. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber es war verdammt cool auf jeden Fall. Absicht oder nicht? Gut gemacht. Gut gemacht. Oh oh, das ist nicht gut. Doch, es ist kein Problem. Zum Glück haben wir 6 Reifen. Vielleicht haben die geholfen, wer weiß. Ich glaube, jetzt überholt mich gleich wieder einer. Nein, nein, tut das nicht. Ah, okay. Okay. Alles gut. Oh mein Gott. Wir waren doch, als wir ohne Schultertasten Zelda spielen mussten. Ich konnte noch nicht rennen oder die Karte aufrufen. Nur weil so ein neumodisches Zeug wie Schultertasten gar nicht gab. Ja, und brauchten wir es damals? Eben. Wäre schon cool gewesen. Die Tyco RC Fernbedienung hatte eine Schultertaste. Ah, für die Fancy-Funktionen. Ah ja, na schau. Ich setze mich ja gerne mal in The Crew in den McLaren F1 und mache eine Tour von New York nach L.A. Ha. Auch nicht schlecht. Das würde mir so, ich bin halt, ich weiß schon, Future Racer sind eine Nische. Da gibt's leider kein großes Mainstream-Publikum. Dabei mag ich die echt gerne. Und wenn ich mir sowas wie The Crew vorstelle, wo wirklich ganze Städte, ganze Länder nachgebaut werden, das in Future Racer, verdammt, fände ich das gut. Das wäre was für mich. Wird's nie geben, weil eben da fehlt das Publikum. Was heißt nie, weiß man nicht. So Interessen verändern sich. Aber so schnell wahrscheinlich nicht. Deswegen muss man sich halt eher mit so kleinen Titeln wie dem hier zufrieden geben. Und man kann immer wieder von Nintendo Direct zu Nintendo Direct hoffen, dass doch mal wieder ein F-Zero kommt. Weil nichts gegen diese ganzen kleinen Future Racer, die teilweise wirklich sehr gut sind. Aber bei Nintendo kommt halt einfach was Gepolischtes, was Großes dabei raus. Und da hätte ich Bock drauf. Aber wie gesagt, momentan gibt es da keinen großen Markt dafür. Deswegen bin ich da sehr skeptisch. Aber abwarten. Die nächste Nintendo Direct. Wo bleibt sie denn, Nintendo? Wo bleibst du? Es ist wirklich irre, oder? Die nächste Nintendo Direct macht mich fertig. Ich wäre mir fast sicher gewesen, dass die jetzt endlich nach Animal Crossing kommt. Ich dachte, diese Woche, jetzt wo Animal Crossing draußen ist, jetzt wo man den Hype für Animal Crossing nicht irgendwie gefährdet oder so,
jetzt hauen die Direct raus. Aber nee, wieder nicht. Ich kann nicht mehr. Jetzt wird's echt mal Zeit, finde ich. Wenn die jetzt diese Woche nicht mehr stattfindet, heißt es, dass die nicht mehr im März stattfindet. So spät gab es noch nie die Jahresdirect von Nintendo. Wenn die wenigstens irgendwie mal kommunizieren würden, was da los ist. Aber irgendwie Stille. Stille und Traurigkeit auf Seiten der Fans. Dann muss man einfach abwarten, befürchte ich. Also das Detroit vom Blade Runner in The Crew, das wäre was. Ja, genau, genau. Ich meine, möglicherweise schafft ja Cyberpunk so ein bisschen eine Trendwende. Vielleicht schafft ja Cyberpunk so dieses Setting, dieses Szenario wieder populärer zu machen. Möglicherweise. Vielleicht ist aber auch wegen dem Setting Cyberpunk nicht so erfolgreich wie Witcher beispielsweise, weil das Setting scheinbar anscheinend immer ein bisschen schwierig ist für viele. Aber gut, Deus Ex war auch immer relativ populär, aber eben auch nur relativ. Die neueren Deus Ex-Teile waren auch eher für ein nischiges Publikum. Das waren keine gigantischen Riesenproduktionen, das waren schon eher so kleine AAA-Projekte oder so, würde ich sagen. Es ist einfach nicht so der Mainstream-Geschmack. War es in den 80ern vielleicht mal, aber jetzt eben leider nicht mehr. Also für mich leider. Tempo Teufel, Impact, 2 Runden, 5 Gegner, Schwierigkeit leicht und so weiter. Whatever. Piu, 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 piu. Die Bahn mag ich, aber schon langsam werden neue Strecken gut. Jetzt haben wir alle gesehen hier. Jetzt wird's Zeit. Ich hoffe im zweiten Cup, im zweiten Turnier, kriegen wir dann auch neue Strecken. Fände ich gut. Hey, nicht schubsen. Ah, ich wollte ihn auch schubsen, aber ich habe es nicht geschafft. Damn. Wer weiß, wie die schwebenden Autos funktionieren. Vielleicht kleben die besser auf der Straße oder so. Ja, ich glaube, Cyberpunk hat das Zeug dazu, ein Trendsetter werden zu können. Eventuell. Aber vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ich meine, Detroit Become Human hat ja auch schon in... Vielleicht schön langsam. Ich meine, vielleicht sind es Ausreißer, die beiden Spiele. Vielleicht sind es aber auch die ersten Anzeichen, dass diese Themen und diese Settings und dieses Futuristische wieder aktueller wird. Fände ich schön. Ich find's gut. Ja, ich kann das immer ganz schwer einschätzen. Das ist, finde ich, auch immer schwer einzuschätzen. Weil man ist dann doch so in seiner Bubble, in seiner Blase. Und vom Mainstream-Geschmack kriegt man meistens im Grunde überhaupt nichts mit. Hydra-Sammelobjekt freigeschaltet. Ein spiralförmiger Schwarm-Raketenwerfer, der durchschlagende Wirkung bei einem Gegner oder bei dir zeigen kann. Okay, es gibt jetzt den Hydra-Raketenwerfer auf Rang 2. Ich fand das zum Beispiel total faszinierend mit dem Sonic-Film. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass der Sonic-Film so erfolgreich werden könnte. Erfolgreicher als Detektiv Pikachu. Und das liegt scheinbar vor allem daran, dass Sonic bei Kindern, bei kleinen Kindern, sehr beliebt ist. Durch Handyspiele und durch Serien, Zeichentrickserien und so weiter, ist der anscheinend bei Kindern ziemlich beliebt. Genau, Punkt. Ist ja bei Kindern ziemlich beliebt. Und ich, aber aus meiner Sicht, in meiner Blase, bin halt einfach davon ausgegangen, dass nur so die alten Fans im Grunde angesprochen werden von so einem Sonic-Film. Aber das stimmt überhaupt nicht. Die alten Fans sind gar nicht mehr die zentrale Zielgruppe, sondern die neuen Fans quasi. Die einen ganz anderen Sonic kennengelernt haben. Einen ganz anderen als den klassischen Videospiel-Sonic. Die sind das zentrale Publikum. Tja. Weil man eben überhaupt nicht
sowas mitkriegt. Wie populär jetzt irgendwelche Sonic Autorunner Handyspiele sind, das kriegt wahrscheinlich kaum einer von uns mit, weil wir einfach in anderen Bubbles unterwegs sind. Ja, genau. So ist das. Was Future Racer betrifft, wärst du halt bei Sony besser aufgehoben. Die haben seit der PS1 die Wipeout-Reihe. Ja, ich weiß, aber ich mag die Wipeout-Reihe nicht. Ich mochte die nie. Also, das ist schon okay, aber ich fand die nie so gut, Wipeout. Ich fand die nie so gut, ehrlich gesagt. Ich habe die alle gespielt, glaube ich. Oder? Ja, ich glaube wirklich alle. Aber ich mochte die eigentlich nie so gerne. Ich fand die schon nett. Aber naja, ist nicht meins. Ist mir zu realistisch, glaube ich. Also, es ist natürlich futuristisch und super schnell, aber dann irgendwie doch so recht konservativ irgendwie. Es sind halt doch nur Autos, die schnell fahren. Hatte ich immer ein bisschen das Gefühl. Redout. Redout ist auch ziemlich cool. Redout habe ich am PC eine längere Zeit gespielt. Das fand ich auch nicht schlecht. Auch wieder was ganz Eigenes im Grunde. Aber auch cool. Also ich habe jetzt auch echt nichts gegen Wipeout. Ich glaube, das ist gerade negativer rübergekommen, als ich wollte. Aber nur weil das oft so als eines der ganz großen Future Racer-Franchise gehandelt wird, weil viele das gerne mögen. War ich, oder bin ich deswegen quasi umso enttäuschter, weil meine Erwartungshaltung halt größer ist immer bei Wipeout. Immer wieder denke ich mir, na, vielleicht gefällt mir das hier jetzt doch. Und dann muss ich wieder feststellen, na, irgendwie ist es leider einfach nicht meins. Aber ich finde die jetzt nicht schlecht. Ich finde die nur nicht so gut wie viele. Das ist eigentlich alles. Ah, come on. Aber wir haben den Hydra-Raketenwerfer, der ganz schön irre ist, aber leider ins Nix geflogen ist, oder? Schade, schade. Okay. Wir sind ins Ziel geschlittert, passt schon.